Falls ihr davon mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr nicht mehr wir sehen wollt, dann schreibt es bitte auch in die Kommentare. Also schreibt bitte in die Kommentare, ob es euch interessiert oder nicht. Mir macht das echt nichts aus. Ihr könnt mir ruhig sagen, nee, Torben ist scheiße, weil dann habe ich weniger Arbeit und kann mich mehr auf Minecraft konzentrieren. Also sagt mir bitte eure ehrliche Meinung, was wir machen sollen. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Zu einer neuen Folge The Forest, Leute. Das ist ein Projekt, was ich früher schon mal am Laufen hatte. Und ich dachte mir, warum eigentlich immer nur Minecraft? Vielleicht wird es auch mal wieder Zeit für was anderes. Und GTA kommt jetzt Mitte April raus. Und ich dachte mir, wenn ihr Bock drauf habt, mache ich vielleicht so lange nochmal ein The Forest Let's Play. Diesmal natürlich in besserer Qualität und alles. Falls ihr euch wundert, warum ich jetzt hier hingucke, anstatt wie sonst bei Minecraft immer dahin. The Forest lässt sich auf dem Fullscreen spielen, aber dann kann ich das nur auf meinem Hauptmonitor links spielen. Es lässt sich natürlich auch im Fenstermodus spielen, aber dann habe ich das nicht voll drauf. Und so habe ich Full HD und ja, dann müsst ihr halt damit leben, dass ich da spiele. Oder ich stelle die Facecam theoretisch hier drauf. Das könnte ich natürlich auch machen. So, dass ich dann noch da so gucken würde, aber warum sollte ich das machen, ne? Stelle ich es mal wieder hier drauf. Das hätte ich jetzt mal besser nicht gemacht, ey. Das kriegt hier nicht perfekt hin. Ne, das sollte nicht so sein. So, so passt das doch, oder? Passt. Bisschen mehr nach hier, glaube ich, war sie. So, so ist gut. Okay. Und es hat sich schon viel zum letzten Mal getan. Hier sehen wir Singleplayer, Koop. Koop kann man auch spielen. Mal gucken, ob ich vielleicht manchmal einen dabei haben werde. Wäre ganz cool, würde ich sagen. Aber wir gehen erstmal in Singleplayer, New Game. Und ja, da hat sich auf jeden Fall viel getan. Früher hatte ich immer so das Makel, dass das Speichern nie funktioniert hat in einer Welt, richtig. Dass ich immer wieder zurückgesetzt wurde. Deswegen habe ich auch mit dem Projekt aufgehört. Schon früher als erwartet. Ihr könnt mir hier mal bitte schreiben, ob ich die Facecam schwarz-weiß machen soll oder ob ich die Facecam bunt lassen soll. Das dürft ihr euch aussuchen. Früher hatte ich es schwarz-weiß. The Forest war übrigens jetzt, also irgendwie The Forest Part 12 oder so, war das erste Video, was ich mit Facecam gemacht habe. Okay, das kennen wir natürlich alles noch, also zumindest ich. Für die Neuen. Ach, jetzt sitzen hier auch ganz viele Menschen drin. Ich habe mich schon gewundert, weil wir waren sonst immer alleine. Für die, die damals noch nicht dabei waren, ja, das kenne ich alles schon. Jetzt geht's hier gleich los, das Flugzeug stürzt ab. Aua, Alter, der da vorne. Oha. Leute, Alter, das ist. Das ist. Alles klar. Wir wissen, was wir gleich als erstes machen müssen. Nämlich die Sounds leiser stellen, Leute. Das ging ja mal gar nicht klar. So, Hallöchen. Die Szene kennen wir noch. Jetzt snackt sich unser Baby, aber nicht uns. Wir liegen hier gechillt, ohne Körper gerade. So, was werden wir als erstes tun? Als erstes werden wir die Sounds leiser stellen. So, Options. So, wunderbar, continue. Hui. So, also. Ich hoffe, ich habe das Spiel noch drauf, soweit. E, perfekt. Ja, Mann, ich erinnere mich immer irgendwie an die grobe Steuerung von Spielen. Auch, ich habe das wirklich seit der letzten Aufnahme. Ach ja, der Pedometer, den kenne ich noch. Seit der letzten Aufnahme nicht mehr berührt, dieses Spiel. Deswegen, für mich ist auch alles wieder Neuland hier. Oh Gott. So, ich weiß nicht, ob sich hier viel verändert hat. Wir werden das sehen. So. Also, auf jeden Fall gibt es anscheinend Wasser. Ich weiß nicht, vorher hatte man das nicht, dass man was trinken musste, oder? Das hatte man vorher, glaube ich, nicht. Früher. Auf jeden Fall erstmal die Koffer öffnen. Und ich sehe schon.
Ja, okay. Das hat sich immer noch nicht verändert, dass wir auf einmal einen Teppich da ausgebreitet haben. Das ist genauso wie früher. Oh, und die Tennisbälle, Leute, ey. Die haben mich ja auch immer zu Tode aufgeregt. Zack. Ich bin mal gespannt, wie die Ureinwohner jetzt mittlerweile abgehen. Damals waren die immer so ein bisschen. Oh, da war schon ein Hase, ein süßer kleiner Hase. Okay. Die Ministeine können wir nicht gebrauchen, wenn, dann nehmen wir hier immer die große mit. Ich habe eben welche gesehen, genau. Weil die braucht man ja auch für ein Lagerfeuer. Das ist unser abgestürztes Flugzeug. Hier, ach, für ein Lagerfeuer braucht man die Eimer und für hier den schnieken Unterstand zum Speichern. Also, ich kenne das Spiel noch ein bisschen. Aber ich bin mal. Ach, komm schon. Ich weiß gar nicht mehr, wie man dieses Baumenü öffnet. Was war das für ein Geräusch? Lol, da ist so ein Reh. Das rennt einfach weiter. Alter, ich hab den mit. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich hab den mit einer Axt gegen den Kopf geschlagen und ist nicht gestorben. Zeig mir bitte so ein Reh. Okay, ich habe hier Platinen dran gesehen, genau wie früher. Okay, pass auf. Erstmal müssen wir jetzt Options. Ja, gut, dass man hier gar nicht die Steuerung sieht. Das ist natürlich. Ist stark. Okay, pass auf. Wir gehen jetzt alle Tasten hier durch. U. I. Okay, I ist Inventory. O, P. Ach, P ist der Pedometer. Wir sind schon 100 Schritte gegangen. F, G. Hallo? Ich glaube, mit G stecke ich die Achse weg. K, L. Mit L mache ich Feuerzeug an, genau. Ah, mit B mache ich das. Okay. Aber das gucken wir uns hinterher an. Erstmal brauchen wir einen Ort zum Leben. Da ist wieder so ein Reh. Boah, komm. Dicke Kombo jetzt. Bleib stehen, du Vieh. Bleib stehen. Ich bin ganz nett. Komm schon, ich bin ganz nett. Ach, dann halt nicht. Ja, meckern nicht. So, okay. Wir sind schon bei 7 Minuten angelangt. Alter, ich muss ja richtig reinhauen noch. What the fuck, was sind hier für steile Abhänge? Das weiß ich. An sowas erinnere ich mich gar nicht mehr. Okay, ich denke, es ist besser, wenn wir nicht an so einem Steilhang wohnen. Ob die Shader. Bleib stehen! Ja, lass mich hier durch. Ich hole mir das Reh. Hä? What the fuck? Das möchte ich ja auch können. Das ist einfach durch den Stein gerannt. Leute, ich glaube, wir sind wieder bei unserer Lieblingswohngegend hier. Kann das? Kann das? Kann das? Kann das? Oh ja, das kann. Oh Leute, wenn ihr euch mal die alten The Forest Videos anguckt, hier habe ich am liebsten gewohnt. Hier unten. Ja, boah, geil. Ah, ist ja schön. Hätte ich auch nicht mehr gedacht, dass ich eines Tages noch mal hier unten stehen werde. So viele Monate später. Achso, ich kann Carry Animal. Achso, und ich muss mich einmal kurz waschen gehen. Oh, ich vermisse gerade die F5-Ansicht. Um Infections zu vermeiden. Blub, 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 blub. So, gut. Sehr schön. Haben wir uns mal wieder gründlich gewaschen. Nee, war nur eine Katzenwäsche heute. Ja, also schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr das wollt. Wir müssen das auch nicht machen. Also wenn da wirklich keiner von euch Bock drauf hat, dann machen wir das natürlich nicht. So, hier gibt es jetzt so eine Small Cabin. 13 Baumstämme. Hier gibt es ein Temporary Shelter. Der braucht 8 Baumstämme, der Hunting Shelter. Ja, dann. Welchen sollen wir jetzt nehmen? Das ist die Frage. Ja, ich würde sagen, erstmal hier. Ne, Moment. Was ist sinnvoll? Ne, ich denke, wir können schon den hier nehmen. So, mit R können wir den ein bisschen drehen. Genau hier habe ich damals auch so ein Ding reingebaut. So, wunderbar. Hier können wir ja schon mal ein bisschen was drauflegen. Okay, super. Dann die Steine liegen ja hier direkt vor unserer Haustür. Okay, Steine haben wir voll. Und jetzt bauen wir direkt auch ein Feuer. So ein Fire Pit ist, glaube ich, immer das Beste gewesen. Das bauen wir direkt davor.
Und Steine sammeln wir auch eben dafür. Oh ja, Leute, das ist mal wieder was anderes als Minecraft. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch ankommt, ob ihr Bock drauf habt. Was ist das? Ach, ein Vogel. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Also Minecraft wird natürlich weitergehen. Ist nur ein bisschen gedacht als Zeitvertreib, bis GTA rauskommt. Weil GTA Flori und ich ja machen werden. Und da freue ich mich natürlich extrem drauf. Das wird hier kein großartiges Projekt. Also es sei denn, ihr habt da mega Bock drauf, ja. Also, wenn ihr mega Bock drauf habt, dann könnte ich das natürlich auch einrichten. Aber ich denke nicht, dass das Minecraft toppen wird und dann jeden Tag kommt, sondern einfach nur mal zwischendurch. Wenn man die Zeit hat, dann kann man das ja mal machen. So, okay, wir gehen jetzt erstmal den Baum hier fällen. Auch das ist genau wie in alten Zeiten, ey. Die Bäume stehen hier. Oh, ich glaube. Oh, Alter, die Sounds haben sich verändert. Na, gefällt mir schon mal. Okay, die sind zwar. Ich glaube, an der Lautstärke hat sich nichts geändert. Das ist mega laut, obwohl die Lautstärke fast komplett aus ist. Aber gut. Oh, ich lasse die mal lieber nicht auf mich drauf fallen. Vielleicht haben die auch die Physics halt. Nein, nein, nein. Eigentlich nein. Gut, die Hälfte des Baumes ist jetzt da irgendwo in den Felsen reingeflutscht. Ich denke nicht, dass das vorteilhaft ist. Oh, und es ist wieder so wie in alten Zeiten. Weißt du, kaum bist du auf dieser Insel gelandet, da fängt es auch direkt an zu regnen. Das ist genau wie früher. Früher hat es ja immer geregnet. So, mit Shift, ja, mit Shift renne ich. Ja, wie trinke ich denn bitte was? Thirsty, find clear water to drink. Oh. Ja, daran habe ich natürlich nicht gedacht, mir. Also ich denk mal schon, dass sie hinzugefügt haben, dass man nicht in Salzwasser trinken kann, dran, ne? Kann. Das wäre nämlich ein bisschen. Nee, kann man nicht. Okay. Haben sie schon mal gemacht. Ist klug gewesen. Ja gut, jetzt müssen wir gucken, ob wir hier irgendwo einen See in der Nähe haben. Und eigentlich, Alter, kann ich mal bitte hier hoch? Komm schon. Du hast doch die Muskeln, Digga. Okay, wir suchen jetzt mal einfach hier einen See. Es wäre echt praktisch, wenn wir so nicht so gehandelt hätten wie früher. Früher brauchte man sowas. Alter, ist dieser Steilhang hier extrem. Der wurde auch ein bisschen verstärkt, habe ich das Gefühl. Ich möchte gerne so ein Reh erlegen. Yes! Boah, da haben wir ihm richtig gegeben, ey. Aber weißt du, einmal kriegt es die dicke Combo dann. Dann hat es auch direkt verloren. Oh, hier gibt es Heilkräuter. Mit denen habe ich zwar nie gute Erfahrungen gemacht, aber okay. Kann man sich irgendwie sowas wie so eine Regenwasser-Auffangstation bauen? Fände ich echt angenehm, weil ich habe keinen Bock, einen See zu suchen. Food and Water. Water. Oh mein Gott, Toppen. Du bist super. Leider braucht man dafür so ein Ding. Habe ich nicht. Gut. Alter, was ist das denn? Einfach so ein Garten. So eine Veranda, keine Ahnung. Irgendwie sowas halt, ne? Aber es gibt tatsächlich einen Water Collector. Leider braucht man dafür irgend so ein Netzding. Gewehr. Okay, fällen wir den Baum. Zack. Weil wir müssen noch unseren Dings fertig bauen, unser Zelt. Ach so, habe ich noch gar nicht gesagt. Also, The Forest war früher bei mir immer so, dass ich 20-minütige Folgen gemacht habe, wird dann auch jetzt in der Zeit, wo ich das mache, so sein. Oh. Biu. Jo, läuft bei dir. So, ihr geht mal bitte darunter. Hat super funktioniert. Ich muss es mir lassen. Du bist echt wieder richtig gut drauf, Torben. Ich guck, das ist. Wie es eben. Ich habe keine Lust, mit Trinkwasser zu suchen. Dann komme ich hier gar nicht voran. Okay, jetzt brauche ich noch drei Baumstämme. Trinkwasser, ist alles überbewertet. Nee, das ist normalerweise ja das Erste, was man macht im Survival. Ich habe nicht gesehen, dass sie das hinzugepatcht haben. Beziehungsweise habe gerade nicht drauf geachtet.
Ich war zu sehr hier wieder in unseren alten Standort verliebt. Und ja, jetzt haben wir das Problemchen, ne? Aber egal. Wir können ja mal auf eine Reise gehen und vielleicht einen See finden. Hier unten ist man zumindest ziemlich sicher vor Ureinwohnern, weil die meistens das da gar nicht auschecken. Man kann hier oben, also da etwas, da noch so eine schöne Mauer ziehen. Also vielleicht für die, die nochmal neu dazu gekommen sind, seitdem wir The Forest das letzte Mal angepackt haben, was ziemlich viele sein sollten, weil da hatten wir ungefähr 2000 Abonnenten. Was ist mir jetzt schon wieder dazwischen gelaufen? Keine Ahnung. Weil da hatten wir ungefähr 2000 Abonnenten weniger, als ich das letzte Mal The Forest gespielt habe. Und ja, The Forest ist ein Survival, Horror-Survival-Game. Also es geht einfach darum, man stürzt mit dem Flugzeug ab und muss dann halt sich irgendwie durch hier auf so einer Insel überleben. Und es wäre natürlich zu schön, wenn man hier einfach für sich bauen könnte. So ist es nicht. Es gibt hier noch gewisse Ureinwohner, die etwas dagegen haben, dass wir hier in Friede, Freude, Eierkuchen zusammen leben. Das sind nämlich Kannibalen, die haben auch manchmal Hunger und die wollen uns, glaube ich, ein bisschen essen. Ja, die fressen sich manchmal auch gerne selbst. Das habe ich live erfahren. In alten guten Zeiten. Und ja, das war echt lustig. So, was braucht unser Lagerfeuer eigentlich noch? Das ist auch ziemlich wichtig. Also erstmal, das braucht noch ein Stein und drei Stöcke, alles klar. Okay. Das können wir auch noch arrangieren. Dann haben wir doch schon mal viel geschafft. Dann müssen wir in der nächsten Folge einen See finden, wo wir uns Trinkwasser herholen können. Ich weiß nicht, wie muss man denn da jedes Mal wirklich hinlatschen? Kann man sich nicht so eine hässliche Wasserauffangbehälterflasche... What the fuck? Was war das? Ein Funkgerät? Okay, damit komme ich gerade nicht klar. Also der sollte Stöcker geben hier, dieser Baum. Leider habe ich gar keine Energie mehr, aber das lässt sich natürlich... lowers energy, restores energy. Perfekt. So. Genau, das war nämlich... Ja, ich muss ihn natürlich auch erst aufladen lassen. So, jetzt sollte ich diesen Mini-Baum hier fällen können. Na komm. Er braucht genauso lange wie ein großer. Das ist richtig unrealistisch. Genau wie früher, The Forest. Das wäre noch ein Verbesserungsvorschlag von mir. Komm her, Stock. Okay, sehr gut. Jetzt brauchen wir noch einen Stein. Kann ich noch mal ein bisschen Laub holen. Ging, glaube ich, so. Gut, wo kriege ich jetzt einen Stein her? Ach so. Ob einen Ureinwohner gesehen hat, erfährt man eigentlich immer an dem Pling. Was war das denn jetzt schon wieder? Sind hier so viele neue Geräusche hinzugefügt worden, von denen ich leider gar keine Ahnung habe. Hier ist wieder so ein Reh. Ich brauche einen Stein. Komm, gib... Oh. Boah, die Combo, ey. Die Combo. So. Ich weiß auch nicht, was man sich aus diesem... Also ich weiß, dass es mal Leguane gab. Ich habe bisher noch keinen gesehen, obwohl die eigentlich immer richtig häufig hier rumliefen. Deswegen weiß ich nicht, ob die noch drin sind. Auf jeden Fall konnte man sich aus denen Rüstung machen. Ich weiß nicht, ob man das auch aus diesem Rehfell machen kann. Können wir ja alles ausprobieren im Laufe der Zeit. Erstmal ist es jetzt wichtig, dass wir unsere beiden ersten Mini-Gebäude da fertigstellen. Was wir ja jetzt eigentlich schaffen sollten. Hier oben liegen noch zwei Baumstämme. Können wir uns fürs nächste Mal aufheben. Ja, da unten links sieht man es ja auch übrigens. Gather Logs 1 von 1, Gather Rocks 1 von 1, Gather Sticks 3 von 3. Das heißt, wir haben alles, um jetzt unsere beiden Gebäude fertigzustellen. Und das werden wir natürlich auch tun. So, wunderbar. Dann zünden wir das mal an hier. Zack, nehmen dann uns ein wenig Meat und packen das hier drauf und braten das. Und dann gucken wir uns hier nochmal um. Ach, warum haben wir jetzt Wasser voll, Leute?
Ich habe nicht drauf geachtet. Ach so, ich habe ja. Ach so, ich habe ja hier diesen Energy Drink getrunken. Okay. Ich habe jetzt auch nicht gelesen, was ich. Ach, guck mal. Okay. Also, das scheint jetzt mit Rehfell zu gehen. Jetzt kann ich das hier nämlich essen. Wenn ich nur wüsste, wie. Oh, Torben, du bist so inkompetent. Mann, tut mir leid, echt, ey. Das ist richtig typisch für mich. Ich renne einfach in mein Feuer rein. Und dann, wenn ich im Wasser bin, habe ich aufgehört zu brennen. Och Mann, das war so dumm wieder. Das hat uns richtig viel Zeit gekostet. Ja, ich weiß nicht, wie ich das essen soll. Wie benutze ich das? Ich möchte das einfach nur essen, bitte. Nein, das ist verkokelt. Und da kam auf einmal so ein Lego-Anschwanz raus. Ja, egal. Dann essen wir so einen Schokoriegel. Haben wir doch bestimmt hier. Perfekt. Okay, super. Ja, Leute. Das war's dann von der ersten Folge The Forest. Die Folge ist jetzt schon 20 Minuten und 30 Sekunden lang. Und ja, bevor wir vergessen, hier zu speichern. So. Wunderbar, jetzt kommt nochmal. Okay, kein Ureinwohner da. Perfekt. Ja, Leute. Falls ihr davon mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr nicht mehr wir sehen wollt, dann schreibt es bitte auch in die Kommentare. Also schreibt bitte in die Kommentare, ob es euch interessiert oder nicht. Mir macht das echt nichts aus. Ihr könnt mir ruhig sagen, nee, Torben ist scheiße, weil dann habe ich weniger Arbeit und kann mich mehr auf Minecraft konzentrieren. Also sagt mir bitte eure ehrliche Meinung, was wir machen sollen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ob bei The Forest oder bei Minecraft, ist mir egal. Lasst eine positive Bewertung da, trotzdem, wenn es euch gefallen hat, natürlich nur. Ich sehe das ja auch an der Resonanz der Daumen hochs. Und ja, um nichts zu verpassen, könnt ihr natürlich auch gerne abonnieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein und ciao.